Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und ich habe wieder ein paar Neuigkeiten für dich. Und zwar hat Ubisoft angekündigt, dass wir einen Server in Südafrika bekommen werden. Sprich, die haben gesagt, wir sind froh darüber, euch mitzuteilen, dass wir jetzt einen Server in Südafrika haben. Die Tests sind positiv vorangegangen, sprich, die Server werden dann auf allen Plattformen eingesetzt. Die haben halt aber nicht gesagt, welche Länder davon profitieren werden, wie es denn mit dem Mittleren Osten aussieht, ob die quasi zu den Servern in Südafrika zugreifen werden oder teilweise auch zu den Servern in Europa. Haben die halt nicht gesagt, die haben einfach gesagt, wir sind froh darüber, euch mitzuteilen, dass wir einen Server in Südafrika haben und das war es halt. Na, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber besser als überhaupt keine Server in Südafrika. Einige wissen sicherlich nicht, Ubisoft hat keine eigenen Server, sondern die mieten sich Server von Microsoft. Server ist einfach so ein riesengroßes Ding. Das fordert einfach so viel Geld, Platz und Kenntnis, und das kostet halt extrem viel Geld. Nur die wenigsten haben quasi Server, sei es Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. Das sind halt so die größeren, die Server haben, und Ubisoft mietet sich quasi Server von Microsoft, weil sie einfach, ja, die Server dort haben. Finde ich auf jeden Fall gut, und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine Vermutung, dass die Länder im Mittleren Osten zu den Servern in Afrika zugreifen werden, aber wie gesagt, Ubisoft hat da echt nichts gesagt, was ich halt echt schade finde, aber dennoch besser als keine Server. Sicherlich habt ihr es mitbekommen, Clash wurde wieder aus dem Spiel entfernt. Ubisoft hat einfach einen Tweet gesagt, jo, wir haben ein Problem mit Clash, beziehungsweise wir haben ein Problem entdeckt und deswegen haben wir Clash vorübergehend aus dem Spiel gelöscht, beziehungsweise entfernt, und wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Was denn dieses Problem ist, haben die halt nicht gesagt, aber meine Freunde, das Problem ist, dass einfach für den Gegner so ausgesehen hat, dass Clash quasi durch ihr Schild durchgeschossen hat, sprich sie halt ihr Schild und konnte dennoch schießen, und so hatte man überhaupt keine Chance. Ich hätte ja auch ein Video gemacht, dass ihr Clash bannen sollt, und Ubisoft hat es ja für eine unbestimmte Zeit gebannt. Und das ist halt schon ein bisschen traurig, ne? Clash, die einzige Operator im Verteidigergang, was ein Schild hat, aber macht einfach so viele Probleme. Das ist halt ziemlich krass, wie ich finde. Aber besser, dass sie es entfernen, als dass sie mit Clash rumspielen müssen und dass sie quasi die ganze Zeit glitscht. Ich glaube, diese Situation hat so ziemlich fast jeder von uns erlebt. Ihr seid im Ranked-Match und irgendwie werdet ihr disconnected, sprich, ihr seid aus dem Spiel rausgeflogen, versucht neu reinzutreten, also beizutreten, aber es geht nicht, und dann bekommt ihr einfach mal eine richtig fette, saftige Strafe von Ubisoft, ne? Und Ubisoft hat das Problem erkannt und gesagt, wir werden 2020 da eine Lösung präsentieren. Höchstwahrscheinlich wird es Februar sein bei den Six Invitationals, weil das war einfach richtig Abfuck, ne? Im besten Fall war es so halt zum Gewinn. Du wirst irgendwie rausgekickt, weil deine Internetleitung kacke ist oder was weiß ich was, und dann kommst du nicht mehr rein und bekommst nochmal richtige, saftige Strafe. Gut, dass das Ubisoft so macht. Ich bin gespannt, wie die das lösen wollen. Und dann gibt es noch Gerüchte, dass Ubisoft an einem Story-Modus arbeitet, sprich, dass 2020 wir so einen kleinen Story-Modus für Rainbow Six Siege bekommen werden. Das hatte ich mir ja gewünscht, dass wir einfach mehr Bezug zu den Operatoren bekommen, dass man auch auf gemeinsame Mission ist oder irgendwie sowas. Finde ich cool, und dann bin ich mal gespannt, ob wir das dann wirklich nächstes Jahr bekommen werden. Und dann sollen wir auch nächstes Jahr Lösungen für ein paar Soundprobleme geben. Kennt es sicherlich, ihr denkt, ihr hört Gegner auf der linken Seite, auf einmal ist er rechts von euch und erschreckt euch zu Tode. Das Problem hat Ubisoft auch erkannt und sagt, wir arbeiten daran, nächstes Jahr kommt da auch eine Lösung. Mit der Lösung bekommen wir auch eine andere Lösung, und zwar kennt ihr, wenn ihr Barrikaden aufmacht, eigentlich sollte die Barrikade dort verschwunden sein, wenn ihr auf dem Boden ist oder dort kaputt geht, aber die Barrikade bleibt dort und versperrt euch die Sicht. Das Problem hat Ubisoft auch erkannt und gesagt, das werden wir auch nächstes Jahr beheben. Also für nächstes Jahr bekommen wir echt viele Updates, Verbesserungen. Bin gespannt, ob Ubisoft das wirklich gut hinkriegt. Clash wurde ja auch, lass mich nicht lügen, für einen Monat quasi aufs Spiel entfernt. Und ja, nach ein paar Wochen haben wir das Problem wieder. Ich hoffe mal, Ubisoft, ihr macht das wirklich gut. Na, macht das einfach mal richtig gut. Ich bin auch zufrieden, wenn Clash 2 Monate aus dem Spiel entfernt ist, aber dafür überhaupt keine Fehler mehr aufweist, als dass man Clash nach 3 Wochen wiederbekommt und nach 2 Wochen wieder dasselbe Problem hat. Bin gespannt, was wir nächstes Jahr alles bekommen werden. Season Pass sollten wir eigentlich Season 4 jetzt bekommen, aber bis jetzt haben wir da auch nichts bekommen. Keine Ahnung, was da gerade los ist, meine Freunde. Na, aber vielleicht bekommen wir es auch erst nächstes Jahr. Da habe ich bis jetzt auch keine Infos. Das war's mit den Infos. Falls dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du noch nicht Abonnent bist, gerne abonnieren. Und check Instagram in der Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.